Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich zwei Notebooks. Das ist einmal hier drüben ein Texas Instruments Notebook und hier drüben ein Toshiba Notebook. Das sind absolute Klassiker. Das eine Notebook hier links, das habe ich mir gekauft und das rechts hat diese Woche ein Zuschauer eingeschickt. Und die will ich mal vorstellen. Man sieht so in etwa schon, um was es sich hier handelt, hier an den Aufklebern. Aufkleber Nummer 1, Aufkleber Nummer 2, die sind sich ziemlich ähnlich, nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Größe, Bildschirmgröße und generell im Design und unterscheiden sich natürlich ganz vehement von den Notebooks von heute. Das Notebook hier rechts, das ist von dem Matthias aus Schwäbisch Hall und da sage ich mal vielen Dank. Ein wirklich schönes Stück, das ist nur das Notebook und ein Kabel, ein Stromkabel hier hinten und ja, Ich schalte es gleich mal ein, guck mal, ob es funktioniert, wie es funktioniert und ich zeige es mal hier von vorne im Detail. Tastatur bei diesen Geräten war damals richtig super, also hier ist eine richtige Tastatur da, nicht so wie heute, so eine Flachtastatur. Und hier dieser grüne Punkt, das ist tatsächlich der Mausersatz, da kann man hier die Maus mit steuern. Man muss da nur so ein bisschen in die Richtung drücken und das sieht man natürlich nachher noch viel besser, wenn das Gerät auch läuft, wenn es läuft. Und hier sind die Maustasten. Hier ist dann die linke Maustaste, hier die rechte Maustaste. Und da sieht man schon hier Windows 95 Toshiba. Es ist ein T2130CT. Auf der linken Seite, da könnte man ein optisches Laufwerk vermuten, ist aber keins. Und das war damals auch nicht unüblich, dass da keins dabei war oder dass man das extra kaufen musste. Da gab es eben Dockingstationen und da war meistens ein optisches Laufwerk dabei. Hier unten sieht man solche Kerben, hier einmal und dann hier oben nochmal. Und da wurde meistens eine Dockingstation unten dran gedockt, ist aber hier leider nicht dabei. Diese Dockingstationen sind eigentlich auch relativ selten, weil die natürlich richtig teuer waren und die haben sich meistens nur Geschäftsleute geleistet. Hier ist noch eine Klappe, eine kleine und hier oben noch mal eine größere, eine Klappe in der Klappe sozusagen, sieht so aus. Und da kann man hier PC-Cards reinstecken oder PCM-CIA-Karten und da gibt es noch eine dritte Klappe, also eine Klappe mit zwei Unterklappen. Das haben die wirklich sehr interessant gelöst, sieht man so eher selten und hier kann man dann Karten reinstecken, eben diese PCM-CIA-Karten oder PC-Cards, wie die dann später genannt wurden. Gibt es ja heute nicht mehr, wird ja alles dann über USB 3 angeschlossen. Hier drüben ist der Einschalter, ich drücke mal drauf, muss man genau hinhören, ob da irgendwas anläuft, nö, aber nicht der Fall. Ich habe das jetzt nicht reingesteckt, also ich habe das Netzkabel entfernt, aber ist ja irgendwo mit Sicherheit auch noch ein Akku drin und das ist ein Taster. Und ja, hier gibt es dann eben die Aufnahme für diese Kensington-Schlösser, die man hier reinmacht, damit das gute Stück nicht verschwindet, damit das keine Beinchen kriegt, wenn man das irgendwo stehen lässt im Büro. Und ja, hinten einmal parallele Schnittstelle und die ist sogar ein bisschen grün, wenn man mal sich das genau anschaut. Wahrscheinlich hat das Notebook mal lange im Keller oder auf dem Speicher gestanden. Und da ist es hier hinten ein bisschen korrodiert, sieht ein bisschen verrostet aus. Interessant bei diesem Notebook, das hat das Netzteil eingebaut und hier kommt dann direkt ein Euro-Stecker rein. Und ja, ich hoffe mal, das funktioniert auch noch alles soweit. Dann habe ich hier einen Anschluss für einen VGA-Monitor, dann hier für eine Maus oder ein serielles Modem oder sowas und hier nochmal für Tastatur, ist zumindest hier so abgebildet. Sieht eigentlich eher wie einen anderen Anschluss aus für einen Monitor, aber gut, hier ist ein Tastatursymbol. Dummerweise gibt es da keine Handbücher mehr für und hier hinten ist dann der Anschluss für die Dockingstation. Und sieht ein bisschen aus wie SCSI, könnte teilweise auch bei einigen Notebooks, es gab tatsächlich Notebooks mit SCSI-Ausgang von Texas Instruments, aber das hier ist für die Dockingstation und da hat es hier so einen hübschen Klappmechanismus und ja, der funktioniert nach 25 Jahren immer noch sehr gut. Als Massenspeichermedium gab es damals natürlich die unvermeidbare Diskette. Und ich gucke mal, ob hier irgendwas drin rumfliegt. Nö, sieht aber nicht so aus. Manchmal kommen da irgendwelche Fäden raus. Das sind dann meist die Riemen. Die sind so gummiartig, die lösen sich auf. Und da hat man hier irgendwelche Reste drin, so Gummireste, wenn diese Riemen sich zersetzen. Aber ich probiere es einfach mal aus, ob das funktioniert. Ja, was hier jetzt noch fehlt, ist der Akku. Der muss irgendwo drin sein. Das Gerät ist sehr schwer. Und hier unten
ist noch eine Klappe dran. Das ist diese. Da ist ein RAM-Modul dahinter oder da kann man ein RAM-Modul erweitern. Das Texas Instruments, das ist auch wirklich ein schönes Gerät. Das habe ich mir mal bei eBay gekauft, schon ein Jahr her. Und ja, das liegt leider jetzt schon ja irgendwo im Regal. Und ja, da gucke ich mal, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Ich habe es noch nicht eingeschaltet. Das kam auch ungetestet. Also der Verkäufer konnte es mir auch nicht sagen. Und hier habe ich schon mal ein Netzteil hingelegt. Sieht man hier drüben so ein Universalnetzteil. Zeige ich gleich mal. Das ist wirklich auch sehr gut für das Testen von Notebooks. Und das Texas Instruments, das ist hier ein Extensor 510 und da gab es als Vorgänger die 4000er und 3000er Reihe. Die 3000er Reihe von Texas Instruments, das waren 386er, dann gab es Texas Instruments 4000er, das waren 486er und hier bei den 510ern, da haben die einfach eine 10er Stelle weggelassen und ich vermute mal, das ist jetzt hier ein Pentium wegen dieser 5, auch nicht zuletzt, weil es hier oben auch drauf steht, Intel Inside Pentium, wird hier, denke ich mal, auch einer drin sein. Das wird vielleicht ein Pentium 100 sein, gucke ich mir gleich mal an. Und ja, das Gerät ist, wie gesagt, ungetestet und ja, ist auch sehr schwer. Also muss hier irgendwo auch wohl noch ein Akku drin sein. Ein bisschen fortschrittlicher war eigentlich jetzt hier, wenn man die zwei sich jetzt mal anschaut, das Texas Instruments. Das hat hier tatsächlich schon ein richtiges Touchpad, wenn das auch wirklich mini klein ist. Also hier hinten, da habe ich ein Lenovo stehen, was hier an den Monitor angeschlossen ist. Und da ist das Touchpad ungefähr so groß in der Diagonalen. Also die sind wirklich relativ winzig. Und hier drüben diese Technik, die gibt es ja so in der Form dann eben nicht mehr. Also Texas Instruments ist schon sehr fortschrittlich für seine Zeit. Hier Maustaste links, Maustaste rechts, auch alles vorhanden. Ich vermute mal, dass hier ein Lautsprecher dahinter ist. Es könnte natürlich auch sein, dass es für die Entlüftung ist. Glaube ich nicht. Und der Vorbesitzer, unbekannt wer das war, der hat sich hier irgendwas draufgeklebt. F1 zurück, F2 vor, F3 nein, F4 ja, was immer auch der für ein Programm da drauf hatte. Und hier drüben hat er noch einen kleinen Zettel drauf. Was hat er sich da drauf geschrieben? Bei Windows 95 wird gestartet, dann F8 drücken, POS 6, CD, Leerzeile, Wabe lese ich hier, Enter. Und das, was kann ich auch jetzt nicht lesen, aber irgendwas. Nee, nochmal Wabe und dann nochmal Enter drücken. Gucke ich mal, ob da hier noch eine Platte drin ist und ob die noch funktioniert. Was hier schon mal auffällt, ist hier drüben, da ist hier neben im Plastikdeckel hier im Bildschirm so eine kleine Abdeckung, da ist aber nichts dahinter und ja, das ist mit Sicherheit hier ein Notebook mit TFT-Display. Da gibt es leider auch keine Handbücher mehr drüber, das ist wirklich schade, also man müsste es auseinanderbauen, um das hier rauszufinden. Ich habe mal im Internet geguckt, da sind keine Handbücher zu finden. Es gibt ja noch STN-Displays, das sind die Vorgänger gewesen und die zeichnen sich meistens dadurch aus, dass hier ein Schieber ist. Da kann man das heller und dunkler machen, teilweise auch noch davor Kontrast einstellen. Und bei TFT wird das ja per Software gemacht und da sind hier die mechanischen Schieber rausgekommen und da hat man einfach hier so eine Abdeckung drüber gemacht. Deswegen ist das hier. Hier drüben dieses Notebook, das Toshiba, das hat ein TFT-Display. Das sieht man hier an der Bezeichnung CT, das ist dann Color TFT heißt das dann. Und die Vorgänger, die hatten ein STN-Display. Auch hier, Massenspeichermedium ist die Diskette, habe ich noch nicht ausprobiert. Mal gucken, na, sieht eigentlich okay aus hier innen drin. Fällt einem zumindest nichts entgegen. Mir fällt auf, hier hat jemand schon mal mit dem Schraubenzieher irgendwie dran rumgedrödelt, was auch immer da vorgehabt hat. Und na, rausnehmen kann man das ja nicht. Der wollte das irgendwie wahrscheinlich auseinanderbauen. Und ja, von hinten ist einmal hier der Stromanschluss dran, dann habe ich hier nochmal Maus oder Tastatur und hier diese Kensington-Aufnahme oder diese Schlossaufnahme, damit es nicht geklaut wird. Soundkarte hat es auch, das ist schon mal wirklich fortschrittlich, hat das hier drüben nicht, zumindest habe ich keine Anschlüsse gesehen. Kann nochmal gucken, vielleicht sind die irgendwo hinter einer Klappe versteckt. Klappen gibt es ja hier drüben genug, ja, hier auch. Und hier ist die typische Texas Instruments Klappe. Die Vorgängermodelle hatten die auch. Monitoranschluss, nochmal Serial Maus oder irgendein Modem. Und dann hier der Drucker. Und das Notebook ist eigentlich gut in Schuss. Und ich gucke mal hier auf der anderen Seite. Hier auf der linken Seite, da hat es auch eine Klappe. Also die haben damals gern Klappen verbaut. Finde ich, sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Also da muss auch nicht jede Schnittstelle offen liegen, wie das heute ist mit USB 3. Und ja, das ist auch PC-MCA, also sogar noch eine Karte drin und ich ahne schon, das
Müsste eine Modemkarte sein, sieht man hier an diesem Anschluss. Da kommt nochmal ein Kabel dran und es könnte auch eine SDN-Karte sein. Ready Link PC MCA. So sieht das aus, steht gar nicht mehr drauf. Also auf der Rückseite geht es weiter. Ist eine LAN-Karte PI200 und ja, kann man natürlich so jetzt nicht mehr benutzen, weil der Anschluss hier fehlt. Der ist natürlich auch nicht genormt. Schade drum. Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwo noch einen. Und da konnte man so zwei Karten übereinander reinmachen. Einmal hier unten eine, einmal hier oben. Diese Karten waren auch natürlich sündhaft teuer, aber wirklich sehr praktisch. Dann hat man die jetzt hier eingebaut, Klappe wieder zu und da hat auch nichts rausgestanden, außer dem Kabel natürlich. Aber das tut es natürlich auch bei einer normalen Netzwerkschnittstelle. So sehen die zwei von oben aus. Hier hat es noch so eine hübsche Applikation. Das ist hier so ein Raster, was die hier reingemacht haben, kann man hier auch erfüllen. Also es ist nicht nur drauf gedruckt, wirklich hübsch. Hier drüben ein bisschen langweiliger und auch Toshiba nur ganz klein geschrieben. Jeder, der ein Apple Book hat, ein MacBook, der weiß natürlich, das macht man heute größer. So ein Herstellerlogo so klein hier oben drauf zu pressen, das ist hier reingepresst, das ist noch nicht mal drauf geklebt oder so. Das ist im Plastik drin. Das ist natürlich ungünstig. Das muss heute mindestens mal so groß sein. Ich würde es auch so machen. Also sowas wird man heute nicht mehr herstellen. Wenn man das so aus der Ferne sieht, sieht aus wie so ein No-Name-Notebook von Phobos oder so. Aber das ist natürlich nicht. Die waren richtig teuer. Also ich denke mal, das müsste so um die 2000 Mark gekostet haben, Minimum mal. Und hier das wahrscheinlich auch so um die 1500 bis 2000 Mark oder vielleicht sogar teurer. Muss ich mal gucken, man findet kaum noch was über diese Geräte. Weder Preise, Handbücher, technische Daten, Treiber, schon gar nicht. Das ist wirklich schade. Und ja, das ist sozusagen die Kaufberatung. Dummerweise 25 Jahre fast zu spät, aber wirklich schöne Geräte und ich schalte jetzt gleich mal ein. Wenn ihr so ein altes Notebook bekommt, geschenkt bekommt, auf dem Dachboden findet oder sowas oder euch bei eBay kauft, ist natürlich immer ganz klar, Nummer 1 ist hier der Akku, beziehungsweise jetzt hier die beiden Akkus. Die müssen wir erstmal sich angucken, aber nach 25 Jahren braucht man da eigentlich auch nicht mehr viel gucken. Die sind mit Sicherheit kaputt. Es könnte natürlich sein, dass da vielleicht irgendeiner mal einen Akku getauscht hat. Und ja, hier hat man schon gesehen, dass da erstmal jetzt hier so direkt kein normaler Akku drin ist, wie das heute der Fall ist. Der ist dann meist hier unten dran. Wenn ihr euch so ein altes Notebook kauft oder eins geschenkt bekommt oder eins auf dem Dachboden findet und das wieder mal einschalten wollt, dann immer Nummer 1 nach dem Akku gucken. Wobei nach 25 Jahren oder überhaupt so nach ungefähr 10, 15 Jahren, da braucht man nach dem Akku nicht mehr gucken. Dann sind die meistens einfach hinüber, da sind die kaputt. Und ja, hier ist einer drin, hier auch. Die Notebooks sind sehr schwer, also hier ist irgendwas Nickel-Cadmium-mäßiges, Bleimäßiges, was auch immer. Und da sollte man mal gucken. Ich glaube, hier müsste der Akku sein. Wieder eine Blende, eine Klappe und da kann man den hier rausnehmen. Und ich gucke mal hier. Ja, also der Akku hat gefühlt ein Viertel von dem Gewicht gemacht von dem Gerät. Da sieht eigentlich ganz gut aus, Duracell. Also das sieht optisch gut aus. Ich gucke mal, aber hier ist jetzt nichts. Nein, also ein Datum steht da nicht drauf. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, den hat irgendwann mal einer nachgekauft. Das könnte sein, aber leider auch kein Datum drauf. Und ja, so vermute ich mal zur Sicherheit, dass er eben alt ist und den entsorge ich auch. Also den werde ich dauerhaft hier nicht betreiben. Ich habe mal geguckt, den kriegt man tatsächlich noch neu, den Akku, aber auch nicht von Duracell, sondern einem anderen Hersteller. Und das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem mit irgendwelchen No-Name-Akkus. Und ich gucke mal hier in den Toshiba rein. Hier ist es ein bisschen besser versteckt. Also ich vermute mal, dass der Akku irgendwo vorne ist, weil das Notebook leicht hier so ein Übergewicht bekommt. Und hier sind solche Klemmen, die man hier hoch und runter machen kann. Da kann man hier diese beiden Schieber hoch und runter machen. Also die müssten mit Sicherheit hoch sein. Hier drüben sieht man, da ist hier die Vorderseite so ein kleiner Spalt von der Abdeckung und hier auch lose. Und ja, da hat man so eine Klappe zum Hochmachen. Sehr schön gemacht. Da ist auch der Akku drin. Oh, hier lese ich schon Toshiba. Ich schätze mal, das wird vielleicht auch der Original-Akku sein. Sieht zumindest so aus von der Beschriftung her. Und also das gehört hier nicht dran. Und das ist natürlich nicht so gut.
Das ist natürlich genau das, was hier im schlechtesten Fall passieren kann. Also der ist richtig ausgelaufen. Hier, das ist irgendwas getrocknetes, eine getrocknete Flüssigkeit, irgendeine getrocknete Säure oder sowas. Das fällt hier runter wie Schuppen aus den Haaren. Und hier unten, ach, hier sind die Kontakte. Da sieht man einen Kontakt. Ist auch richtig korrodiert. Hier die Anschlüsse auf der anderen Seite, hier wahrscheinlich auch. Und hier steht drauf, für Toshiba T2100, ist von ERTA Electronics, ist wahrscheinlich, naja, vielleicht ist es der erste Argo, man kann das nicht sagen, was sie damals da reingepackt haben, aber ist Nickel-Metallhydrid. Und hier drüben, da stand auch irgendwas drauf, das ist auch Nickel-Metallhydrid. Und das ist natürlich das, was heute hoffentlich vielleicht weniger passiert. Aber wenn man so ein altes Gerät hat, dann muss man damit halt immer rechnen. Und auch wenn es nicht außen ausläuft, man weiß eben nie, was innen drin passiert ist. Es kann natürlich sein, dass ein Akku super aussieht von außen, auch wenn er 20 Jahre alt ist. Und hier diese Katastrophe hier, die ist innen passiert. Und wenn man den jetzt hier ans Stromnetz anschließt, dann wird er heiß und ja, irgendwann brennt es mal dann. Also bei diesem Akku lohnt sich jetzt auch kein Ladeversuch mehr. Der kommt hier in eine Tüte und dann in die entsprechende Tonne auf dem Wertstoffhof. Und da kann der entsorgt oder recycelt werden. Die ganzen losen Krümel sind schon mal hier draußen. Und hier ist so eine Plastikeinlage. Und wenn man die hochnimmt, sieht man hier, da ist die Säure drunter gelaufen und hier ist Metall und hier hat die mit dem Metall reagiert. Hier, das ist alles weiß. Das ist jetzt keine Spiegelung hier von der Lampe. Also hier ist alles ganz rau, geht bis hier hinter. Und so wie es aussieht, ist hier auch noch die Platine drunter. Oder hier guckt was Grünes raus, sieht man jetzt schlecht. Aber ich hoffe mal nicht, dass das die Platine hier noch erwischt hat. Das wäre wirklich schade. Hier unten ist diese Klappe für das RAM oder für ein RAM-Modul. Ist ja hier so ein Symbol drauf. Habe ich die Schrauben schon mal rausgemacht. Und so sieht das aus. Da ist tatsächlich ein RAM-Modul drunter. Das hat entweder jemand nachgerüstet oder natürlich der Hersteller hat es direkt reingemacht. Kann man so jetzt nicht mehr sehen. Aber hier sieht man schon, das Blaue hier, das gehört hier nicht hin. Das ist irgendeine chemische Reaktion von der Batteriesäure, aber zum Glück hat die Batteriesäure hier das RAM-Modul nicht erreicht. Ist so ein bisschen hier am Rand lang gekrochen und hier auf der rechten Seite auch. Und da sieht man auch jetzt hier diese Reste von der eingetrockneten Säure. Hier sind vier Schrauben drin gewesen, die habe ich jetzt eben schon mal rausgeschraubt. Und da gucke ich mal, ob die Platte rausgeht und ob die einen Schaden genommen hat. Hier sieht man die Platte, die ist hier unten drunter, aber das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, diese Mechanik hier, in welche Richtung die Platte rausgeht. Man kann es so ein bisschen anheben und dann geht das ganz vorsichtig ein bisschen nach oben, aber da sind natürlich hier die Kontakte von der Platte und entweder wird die Platte rausgezogen oder hier rausgehoben mit dem Adapter hier drüben, der jetzt auch ein bisschen loser ist. Ich lasse es erstmal, bevor dann irgendwas kaputt geht und probiere das Notebook mal aus. Das Netzteil ist ja hier in dem Notebook eingebaut. Das ist natürlich gut, da kann man es nicht verlieren. Ist natürlich schlecht, wenn es kaputt geht. Und habe das mal jetzt hier reingesteckt. Hier drüben ist mein Schalter. Schau mal, gut, nichts qualmt, nichts raucht. Wo war der Einschalter? Ah, der war hier drüben, ja, da hinten. Und da leuchtet tatsächlich ein grünes Licht. Und man hört ganz charakteristisch die Festplatte der 90er. Der initialisiert sich hier schon mal. Copyright 9596 hat 16 Megabyte Speicher und darf jetzt hier nicht Gigabyte sagen. Windows 95 ist auch schon drauf installiert. Und der Matthias hat noch dazu geschrieben, dass ich mal gucken soll wegen irgendwelchen privaten Daten. Da gucke ich gleich mal drüber. Und da schaue ich jetzt hier mal, ob es überhaupt hochfährt. Sieht aber schon gut aus. Das Gerät hört sich auch ganz normal an, so wie die sich damals angehört haben. Die Platten, die hatten immer so ein bisschen was von einer Kreissäge und die hat man wirklich gehört und die haben auch teilweise so ein bisschen hohl geklungen und das ist hier auch der Fall. Wäre bestimmt interessant, hier mal eine SSD einzubauen. Ist fertig hochgefahren und ich habe mal drüber geguckt, ob da private Daten drauf sind, habe aber jetzt keine gefunden, also alles gut. Und ich guck mal, was das für ein Gerät ist. Hier steht ja Intel Inside drauf. Könnte natürlich auch ein 486er sein.
Möchte ich aber mal bezweifeln. Und oh, da habe ich aber falsch gezweifelt. Hier steht dann 80486, 16 MB RAM ist tatsächlich ein 486er. Ist also wirklich ein TFT-Display, sieht man hier an der relativ gleichmäßigen Beleuchtung. Diese SDN-Displays hatte ich auch mal gezeigt, habe ja das Video oben eingeblendet mit den Texas Instruments Notebooks. Die waren nicht so gleichmäßig, die hatten wirklich nicht so ein gutes Bild gehabt und das sieht man meist auf Anhieb. Hier war mal installiert eine serielle Logitech-Maus, eine serielle Standard-Maus und auch ein iOmega-Parallel-Port-Interface. Habe ich nicht angeschlossen und das hat irgendeiner mal früher gemacht. Ich schließe hier mal meine serielle Logitech-Maus an. Die ist richtig schön vergilbt, muss ich mal bleichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die ohne Probleme funktioniert. Plug and Play gab es natürlich nicht damals. Also ich muss es erstmal hier ranstecken und dann muss ich das noch per Hardware-Suche erkennen lassen. Das geht hier bei Windows 95 über die Systemsteuerung ginge theoretisch bei Windows 10 auch noch. Und da gibt es hier den Punkt Hardware. Und da kann ich jetzt hier auf Weiter klicken. Also mein grüner Punkt hier, der funktioniert. Meine Maus, die funktioniert noch nicht, obwohl sie angeschlossen ist. Und mal gucken, ob Windows 95 die jetzt auch findet. Jetzt ist es fertig. Hat auch fast 5 Minuten gedauert, um eine Maus zu finden oder zumindest mal um die Maus zu suchen. Ah, da hat es was gefunden. Jawohl, Standard PS2-Maus. Ist komisch, ist gar kein PS2. Mal gucken, ob es jetzt gleich einen Treiber installiert. Irgendwas macht Windows 95 da. Ja, und den Neustart auch noch. Na gut, dann gönne ich das dem mal und mach mal hier Neustart. Neu gestartet ist es. Ja, und funktioniert auch meine Maus. Das ist ja super klasse. Und ich gucke mal noch bei System, was hier noch so drin steht, aber das ist relativ wenig. Ist Windows 95 drauf, ohne B, ohne C, also die allererste Version. Und die Tastatur, die hat noch nicht mal eine Windows-Taste hier. Da kann man aber auch Control-Escape drücken. Und dann konnte man hier diese Windows-Logo-Taste simulieren. Gucken, wie groß die Festplatte ist. Ich tippe mal vielleicht so auf 20 GB. Mal gucken, was hier gesagt wird. Hoppsa, knapp vorbei. 450 MB ist ja relativ klein. Und ja, ich schau mal hier. Hier ist ja mein Diskettenkasten. Den habe ich mir mal wieder angelegt. Da habe ich diverse Testprogramme drauf. Und da gucke ich mal, ob die Floppy überhaupt funktioniert. Ups, ganz schön eng hier. Und klick mal auf. Aha, hört sich schon mal gut an. Es hat Klack gemacht. Ja, und ja, oder sieht er richtig gut aus? Das Floppy-Laufwerk scheint noch zu funktionieren und ich kopiere die Sachen mal hier auf die Platte drauf. Ganz unspektakulär einfach rüber kopiert. Ich glaube, das Windows 95, das werde ich nochmal komplett neu installieren. Diskette kann wieder raus. Die ist einmal komplett hier drauf kopiert und ich starte mal den Benchmark-Test. Und das ist dieser. Hatte ich ja in einem anderen Video auch schon mal gemacht, bei einem Dell Optiplex. Und das ist hier dieser Superscape, ist auch die gleiche Version. Da wird hier diese Animation berechnet, so eine Vektorgrafik. Und da gucke ich mal, was hier unten bei rauskommt, wie viel Frames pro Sekunde hier errechnet werden. Wie gesagt, hier ist ein 486er drin. Und ja, hier sind es 321 oder 32,1. Dummerweise kann man dieses Komma hier unten sehr schlecht lesen. Ich vergleiche das mal hier drüben bei dem Rechner mit dem Dell Optiplex. Und da hatte ich das ja auch gestartet, das Programm. Und das war damals schon erkennbar schneller. Also das ist ganz schön zähflüssig, was man hier sieht. Und hier drüben sieht man das gleich. Da startet auch der Benchmark, aber der hat natürlich wesentlich bessere Ergebnisse und jetzt sieht man das so in etwa auch. Da kann man direkt jetzt hier den Pentium 100 vergleichen mit einem 486er. Da habe ich jetzt entweder hier 911 oder 91,1. Also das mit der Nachkommastelle haben die nicht so schön optisch hingekriegt und hier habe ich 321 oder 32,1. Aber hier ist es ungefähr dreimal schneller beim Pentium 100 als hier auf diesem Rechner.
Ich gucke mal, wann hier Windows 95 installiert wurde, vorausgesetzt, dass die Uhrzeit damals richtig eingestellt war. Und das müsste ja der 13.02.97 gewesen sein, also über 22 Jahre her. Der Systemordner in Windows, der hat hier das Datum 13.02.97 und die meisten anderen Ordner auch. Das muss natürlich nicht unbedingt stimmen und manche Ordner, die kriegen auch hier hinten ein neues Datum, eine neue Uhrzeit, wenn da irgendwas drin verändert wird. Aber die meisten sind es und da kann man auch von ausgehen, dass das ja das Installationsdatum ist. Ich habe hier VGA-Copy gestartet und das ist recht interessant. Das zeigt auch so ein bisschen die Umgebung, also Windows 95 an. Dann Prozessor hat es hier gefunden, Intel 486 DX4, 21 MHz, wusste gar nicht, dass es das auch gab. Und ich sehe gerade, das hat auch hier einen Bildschirmschoner drin, wirklich sehr hübsch gemacht. Und jetzt ist es dummerweise weg. Also Grafikkarte ist eine VGA-Karte gewesen. Und da kann ich jetzt hier mal die Floppy testen, die hier eingebaut ist, ob die Diskette einmal gelesen wird. Sieht aber sehr gut aus und hört sich auch vor allem sehr gut an. Also kein Knarzen oder sowas. Also das Notebook hat scheinbar hier keinen Säureschaden von der Batterie bekommen. Und das ist natürlich schon mal ganz toll. Ich habe nochmal geschaut im Gerätemanager hier. Hier gibt es tatsächlich keine Soundkarte. Das ist ja merkwürdig. Hier unten sieht es so aus, als wäre da ein Lautsprecher drunter. Und hier, das sieht nach Öffnungen für ein Mikrofon aus. Aber hier ist nichts zu finden. Und ich habe auch die Hardware-Erkennung nochmal gestartet. Da ist alles soweit okay. Aber Multimedia kann das nicht. Naja, musste man vielleicht damals noch ein bisschen mehr ausgeben. Wirklich schade. Und das ist natürlich besser hier bei dem Extensor. Da sollte auf jeden Fall eine Soundkarte drin sein. Gucke ich mir gleich mal an. Ich habe nochmal hier drauf kopiert von Diskette Johnny Castaway. Und einige kennen das bestimmt. Das ist ein Bildschirmschoner von Sierra gewesen. Und zwar geht es da hier um Johnny Castaway, der auf einer Insel festgesessen hat. Und das war so ein interaktiver Bildschirmschoner. Der hat dann reagiert auch mit der Uhrzeit. Und das war nicht immer das Gleiche, sondern da ist tatsächlich eine Geschichte gezeigt worden als Bildschirmschoner. Und der ist eigentlich Kult. Ich lasse ihn einfach mal laufen und gucke mir jetzt mal hier drüben den Extensor 510 an. Den Akku habe ich hier ja schon rausgenommen. Der sieht eigentlich gut aus. Vielleicht mache ich mal einen Ladetest. Muss man mal gucken. Natürlich sowas immer nur unter Aufsicht, so unbekannte Akkus. Vor allem auch unbekannt, was das Alter betrifft. Das Notebook hat ganz schön gelitten. Da ist so ein Streifen drauf. Sieht man jetzt ein bisschen besser. Hier ist es auch schon ein paar Mal irgendwo rumgeflogen. Ich habe es schon ein bisschen sauber gemacht, aber viel besser wird es hier nicht. Und das kommt wohl von einer Haushaltsauflösung. Habe ich mal ersteigert vor einem Jahr bei eBay irgendwie für 10 oder 20 Euro. Diese Texas Instruments Notebooks sind super selten, super schwer zu bekommen. Da ist nur alle halbe Jahr mal ein Notebook von Texas Instruments drin. Die meisten sind natürlich irgendwo schon auf den Schrott gekommen. Beziehungsweise natürlich ganz klar damals so ein Notebook 2000 Mark und mehr und dann auch noch ohne Audio. Da haben nicht viele sich so ein Gerät gekauft. Die meisten haben halt sich hier so ein PC gekauft. Das war natürlich günstiger. Insofern gibt es natürlich auch nicht so viele davon. Hier fällt schon mal unangenehm auf, dass der Stecker hier hinten, der ist ziemlich locker. Das ist aber nicht der Stecker, sondern das ist die Buchse. Also ich kann diesen Pin hier innen drin bewegen. Das ist natürlich eine Sache, da sollte man mal nachgucken, mal aufschrauben. Mache ich aber nicht jetzt. Weil wenn man es so still hinlegt, funktioniert es auch nicht. Das originale Netzteil, das hier ist Xsilence, so ein Universal-Notebook-Netzteil. Hat sogar 120 Watt. Wo steht es? Hier unten steht es dann drauf. Also da kann man alles Mögliche mit betreiben. Auch ganz fiese Gaming-Notebooks. Und ich stecke das jetzt hier mal rein. Nehme ich mir die Hand weg. Und hier hat das Netzteil eine Anzeige. Ich lese hier 19 Volt soll das wohl heißen. Und ja, auch schön, hier raucht noch nichts raus. Und mal gucken, ob hier irgendein Licht leuchtet. Nö, also weder hier noch da. Und mal hinstellen, Stecker passt. Ja, und der Einschalter ist hier oben. Sieht gut aus. Hier leuchtet die LED. Ich hebe das mal nicht weiter an, jetzt hinten wegen dem Stecker. Hell wird es auch schon mal. Das ist schon mal gut. Ich höre auch eine Festplatte laufen.
Sonst sieht man aber jetzt hier dummerweise nichts. Und ja, hier, wie gesagt, war in den Vorgängerversionen mit SDN-Bildschirm der Helligkeitsregler und das scheint mir doch ein bisschen übersteuert hier zu sein. Also das leuchtet hell, wenn man das hier so runter bewegt, dann sieht es jetzt hier im Video so aus, als wäre aus, ist aber nicht der Fall. Und ja, wenn ich den so ein bisschen neige, dann sieht man hier unten Schrift. Und mal gucken, ob man das im Video auch sieht. Also der scheint erstmal nicht kaputt zu sein. Irgendwie sieht man hier oben sieht man es jetzt so ein bisschen, da ist was Helles. Und ich kann es hier sehen, replace the disk, then press any key, das ist schön. Erstmal gucken, ob ich über die Funktionstasten das heller oder dunkler bekomme. Passiert hier was? Hier gibt es die Fn-Taste, hier dann die Taste mit der Helligkeit. Jetzt geht hier auch noch so ein Aufkleber ab. Leider sieht man natürlich nicht die Einblendung. Und mal gucken, ob ich das normal hier hinbekomme. Ja, hat tatsächlich geklappt. Jetzt sieht man hier was, das ist einfach nur übersteuert gewesen. Da kann ich hier mit Fn, F2 umschalten zwischen Helligkeit und Kontrast. Das ist jetzt hier die Helligkeit. Danach muss ich Fn drücken und die Pfeiltasten hier. Und da kann ich das entsprechend hier einstellen. Dann sieht man auch diesen Schieberegler. Ja, und jetzt wird es zu hell. Und so kann ich hier das Ganze ein bisschen besser aussteuern. Aber hört sich schlecht an. Disk I/O Error. Ich höre auch hier ein Geklacke von der Festplatte, die dauernd versucht, den Kopf zu positionieren. Das klappt nicht. Mal gucken, ob ich ins BIOS komme. Steuerung Alt entfernen. Und mal schauen, ob er neu bootet. Und ja, Texas Instruments kann sein. Bei manchen Notebooks brauchte man früher eine Diskette, um ins BIOS reinzugehen, gerade so kompakt. Aber hier zum Glück nicht. Ich schaue mal, was hier so drin steht. Und Datum ist natürlich falsch. Das ist 2009. Diskette ist da, eine Festplatte ist da. Die hat sogar 775 Megabyte, also größer als hier drüben. Ist ja auch ein Pentium drin, steht zumindest hier drauf. Mal gucken, ob das auch irgendwo hier steht. Über den Prozessor findet man hier im BIOS allerdings nichts. Da gibt es noch Advanced System Configuration. Da kann man Batterie und sowas einstellen, aber auch nichts mit der CPU. Ich habe auch schon mal auf den anderen Seiten geguckt, so, und was auch auffällt, hier unten sind so Streifen drin. Hier oben ist das Bild normal und ja, ich hoffe mal, dass hier die Grafikkarte keinen Defekt hat. Wäre wirklich komisch, hier drüben ist die Batterie ausgelaufen und funktioniert immer noch tadellos. Hier ist sie erkennbar nicht ausgelaufen und funktioniert nicht mehr. Wäre wirklich schade drum. Gerade eben mit dem Pentium. Und ich versuche nochmal zu booten. Vielleicht klappt es ja jetzt, dass die Platte nach 25 Jahren so ein bisschen braucht. Möglich wäre es. Ah, hier ist Chips Grafikkarte drin. Der Rechner selber hat 3240 Megabyte RAM. Schon mal auch deutlich mehr als hier drüben. Aber ich glaube, nö, der bootet hier jetzt nicht. Zeigt nach wie vor einen Disk-Error an. Aber ich habe mal geguckt. Ich habe noch ein paar von diesen Festplatten. Das sind ja auch IDE 2,5 Zoll Festplatten. So sehen die aus. 40 GB formatiert. Okay, habe ich irgendwann mal draufgeschrieben. Ist von Toshiba. Und die haben hier hinten so Pins dran. Also natürlich kein SATA. Und ja, da hat es sich doch gelohnt, dass ich die jetzt 10 Jahre aufgehoben habe. Die Festplatten sind gar nicht mal so leicht zu finden bei solchen Rechnern, aber dann meistens relativ einfach auszubauen. Im Gegensatz zu heute, da muss man das komplette Notebook auseinanderschrauben bei vielen mit Mainboard ausbauen. Wirklich ärgerlich. Das haben die damals nicht gemacht. Hier gibt es so zwei Riegel, die kann man hier vor und zurück machen, aber irgendwie passiert da nichts. Jetzt ist auch der andere Aufkleber abgegangen, aber ich glaube, die Platte, die ist eh hier unten drunter. Also hier hat es noch ein Fach und da sollte die dahinter sein. Ist natürlich ja, sehr einfach und sehr praktisch gemacht. Hier ist auch noch ein Datum drauf. Hier steht dann drauf 26. Juni 1996. Gar nicht mal so einfach die Platte hier so auszubauen, dass man nichts kaputt macht. So genormt wie heute ist es dummerweise irgendwie auch nicht. Und diese Anschlüsse, die sind natürlich hier schon ewig alt und auch ein bisschen ausgehärtet. Also es kann sein, wenn man da ein bisschen fies dran zieht, dass
hier irgendwas abreißt. Was ist das hier? Da ist noch irgendeine Sicherung drin und hier, das hier ist so eine Abdeckung und ja, hier kann man das so hochnehmen und hier ist die Platte dann zu sehen und hier steht ja auch, dass man das hier hinten abziehen kann oder muss und dass man da entsprechend vorsichtig sein muss. Hab's abgekriegt, ohne den Stecker kaputt zu machen. Das ist natürlich bei so alten Sachen auch nicht unbedingt selbstverständlich, auch gerade wenn man guckt, dass dieser Stecker hier um 180 Grad hier gedreht werden kann. Und das ist schon mehr Archäologie als IT. Und ja, hier steht drauf, Datecode 9631, wahrscheinlich aus dem Jahr 1996, Kalender, Woche 31. Und ich hoffe mal, dass meine Platte hier überhaupt erkannt wird. Die ist ja riesig verglichen mit dieser hier. Und wenn man sich das mal anschaut von der Höhe, stellt man auch fest, das ist eine höhere Einbauhöhe. Dürften so vielleicht 12 mm sein. Ich glaube, das hier sind 7 oder 9. Und die neuen Platten, die sind dann natürlich ein bisschen niedriger. Aufgesteckt ist es jetzt. Das Ganze jetzt hier einmal so rum vorne einhaken. Und hier so ein bisschen drüber. Ich glaube, das lasse ich erstmal so zum Ausprobieren. Reicht das ja. Was natürlich auch auffällt hier bei den Platten, die haben keinen erkennbaren Stromanschluss. Die haben natürlich einen Stromanschluss. Der ist hier in den Pins mit drin. Man darf also auf keinen Fall die Platte hier falsch rum an den Stecker anschließen, was meistens dummerweise problemlos gelingt, weil dann hat man natürlich am anderen Ende 5 Volt und da gehen meistens solche Platten von kaputt oder dann eben der Controller. Ich schalte das Gerät mal ein, vorher mal eine DOS-Diskette rein, sonst ist ja hier nichts da. Mal gucken, ob die rein und raus geht. Ja, kommen auch keine Stückchen mit raus von irgendwelchen Antriebsriemen oder so. An ist es. Und ja, da hat es natürlich dummerweise gleich das Problem wieder, dass es zu hell wird. Ich gehe mal von aus, die BIOS-Batterie ist leer und die Helligkeit, die wird hier entsprechend gepuffert und das funktioniert natürlich nicht mehr. Auf jeden Fall ist schon mal das Geklacke weg. Mal gucken, ob ich das jetzt hier wieder hinbekomme, damit es ein bisschen dunkler wird. So, hat geklappt. Bootet auch von der Diskette, Gott sei Dank. Das wäre wirklich doof gewesen jetzt, wenn das Laufwerk kaputt gewesen wäre, wegen auch der Diskette. Ist eine Original-MS-DOS-Diskette, auch noch die Boot-Diskette, noch nicht mal eine Kopie. Und ja, da hat er tatsächlich eine Festplatte gefunden. Und ja, was sagt er jetzt hier? Drücken Sie die J-Taste. Drücke ich mal die J-Taste. Und jetzt will er den Rechner neu starten. Mal gucken, ob man hier ins BIOS kommt. Da kann man überhaupt mal gucken, was er hier erkannt hat an Festplatte. Der hat hier eine 2 GB Festplatte erkannt. Also 38 von 40 GB werden hier gar nicht benutzt, aber macht ja nichts. 2 GB ist ja auch für so ein Gerät ziemlich riesig. Funktioniert sehr gut. Jetzt installiert sich hier erstmal DOS, Platte erkannt. Keine Fehlermeldungen soweit. Dummerweise gibt es ja natürlich hier keinen CD-ROM und ich weiß gar nicht, ob ich Windows 95 auf irgendwie 15 Disketten habe, möchte ich mal bezweifeln. Da habe ich nur CDs hier und da muss man natürlich erstmal ein CD-ROM-Laufwerk über die parallele Schnittstelle zum Laufen bekommen, was ja auch bei dem Dell-Rechner hier drüben in dem Video nicht so ganz einfach war. Letzte Diskette raus, einmal neu starten. 3 Disketten, das war ja relativ einfach. Und dann mache ich da gleich nochmal auch die anderen Programme drauf. Ja, sieht ja wirklich gut aus. Hat alles funktioniert. Wie gesagt, Windows 95 habe ich mal geguckt. Habe ich tatsächlich nicht auf Diskette. Und da schaue ich mal hier, ob das jetzt hier auch funktioniert. Vielleicht hat das Gerät auch eine Soundkarte drin. Mal gucken, was hier VGA-Copy zu sagt. Hier steht dann Pentium 133 gefunden, allerdings hier drüben nur 100 MHz. Also ganz astrein ist das nicht. Grafikkarte scheint dieselbe zu sein wie hier drüben, eine VGA-Karte 65520 von Chips. Und was hat hier noch? PS2-Maus. Mal gucken, mein Mauszeiger bewegt sich. Hier oben ist er zu sehen, aber er geht nach rechts und nach links. Hoch geht er auch, aber nur bis hierhin runter. Kann ein Softwarefehler sein. Kann natürlich aber auch an dem Touchpad hängen. Aber ich glaube, das liegt hier an der Software. Man kann den Mauszeiger nur hier oben bewegen.
Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, draufdrücken geht hier nicht. Die Knöpfe nimmt er nicht an. Ich klicke mal auf Read. Mal gucken, ob er hier was liest. Einwandfreie Funktion dafür, dass es scheinbar wirklich sehr lange irgendwo gelegen hat. Das ist mit Sicherheit mal 15 Jahre nicht mehr eingeschaltet worden. Und ich starte hier mal den 3D-Bench. Wo ist er? Und das ist der gleiche wie jetzt eben hier. Mal gucken, hier drüben kamen eben dann 300 oder 31 raus. Mal gucken, ist ja immer die Relation hier unten. Und das ist hier erkennbar schneller. Was man aber vielleicht auch sieht, das Display ist nicht so gut wie das von dem Toshiba. Das ist alles hier ganz schön verwaschen und das zieht so ein bisschen nach. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er ist, also der Prozessor, erkennbar schneller. Hier habe ich 57,6, hier drüben waren es dann 31,2 ungefähr. Aber hier drüben habe ich das wesentlich besser erkannt als hier auf dem Gerät, wenn man sich die Grafik mal anguckt. Das TFT-Display ist also jetzt wirklich nicht so toll. So sieht das nebeneinander aus. Das hier ist jetzt ganz realistisch Kaufberatung 1996 mit dem gleichen Programm. So hätte das auch irgendwo in einem Computerladen sein können. Da hätte man die Programme gestartet, dann hätte man direkt gesehen, okay, hier habe ich ein super Display. Das ist ja wirklich ganz klasse. Also was ihr jetzt hier im Video seht, das ist auch das, was ich hier sehe. Das ist also jetzt kein Kamerafehler oder sowas, dass da irgendwas nachzieht. Das ist hier wirklich ganz extrem verwaschen und auch an den Rändern ein bisschen heller. Kann natürlich sein, dass A, hier die Beleuchtung, die Hintergrundbeleuchtung, einen Defekt hat. Das vermute ich schon mal. Aber das hier in der Mitte, was man da sieht, wenn der Rechner sich dreht und wenn die Buchstaben runterfallen, diese Verwaschungen außen am Rand, das liegt am Display selber. Das hat wahrscheinlich eine ganz fiese Reaktionszeit. Und hier drüben ist es erkennbar besser. Klar, hier habe ich einen Wert von 32,5, hier von 57, also der berechnet 57 Bilder pro Sekunde, der weniger. Und der hat natürlich dann auch weniger Informationen anzuzeigen in der gleichen Zeit. Aber das ist wirklich richtig gestochen scharf, kristallklar. Und das ist das hier drüben leider nicht. Und ja, da geht der Punkt hier wirklich an Toshiba. Nachregulieren bringt hier auch nichts. Da kann man es hier noch heller machen. Hier noch ein bisschen dunkler. Dann ist das Schwarz zumindest ein bisschen dunkler, aber dafür die hellen Bereiche auch. Also das bringt da keine Vorteile. Ich kann hier nochmal am Kontrast was einstellen. Aber nee, hier, das ist ganz vergrisselt. Also da kann man es ein bisschen heller, ein bisschen dunkler machen. Aber hier drüben hat man wirklich ein super Kontrastverhältnis und ein super Display. Ja, Kaufberatung 1996, also da muss ich sagen, da gewinnt hier der Toshiba, zumindest was das Display betrifft. Hier ist eben noch ein 486er drin, das ist natürlich schon so ein bisschen gurkig. Also ein Pentium sollte es hier so 1996 natürlich schon sein. Da frage ich mich natürlich, wie die auf die Idee gekommen sind, hier ein 486er einzubauen. Und ja, da ist ja auch jetzt hier Intel Inside und hier Intel Inside Pentium. Und da geht der Punkt natürlich hier an den Texas Instruments. Wenn man aber jetzt denkt, dass die weniger Energie verbrauchen, da muss ich, glaube ich, enttäuschen. Also wenn ich hier oben hingreife, da wird es richtig heiß, fast schon unangenehm. Hier das Display ist auch erkennbar handwarm, also wahrscheinlich so 40 Grad dürften das sein. Hier ist es heißer und wenn man hier die Hand drauf hält, merkt man auch gerade in dem Bereich wird es sehr warm. Unangenehm warm und das gleiche gilt auch für hier drüben, aber irgendwie nicht ganz so. Aber hier drüben das Toshiba, das wird wirklich sehr heiß. Einigen ist ja bestimmt schon hier hinten das Display aufgefallen. Ich nehme es mal raus. Ups, da hängt noch das Kabel dran. Vorsichtig. Und ja, was ist das hier? Ja, steht ja auch drauf. Texas Instruments Extensa 570 CDT und hier habe ich einen Extensa 510. Der geht dauernd aus, das ist ein Energiesparmodus. Und das ist hier der Nachfolger davon, zumindest das Display. Das hat irgendjemand hier ausgebaut, wahrscheinlich weil das hier abgebrochen ist. Das habe ich hier auf eBay bekommen, auch irgendwie so vor einem Jahr. Hat 1 Euro gekostet mit 2,50 Euro Versand. Wirklich fairer Preis, kann man nichts gegen sagen. Sieht so ein bisschen aus, als wären hier Lautsprecher drin, könnte man sich mal vorstellen.
Und hier sind zumindest mal die entsprechenden Anschlüsse da, die darauf hindeuten. Ist auch Intel Inside Pentium Minus 95. Und das ist das Nachfolgermodell. Steht hier auch TFT drauf, haben die mit Werbung gemacht. Und CDT bedeutet meist, dass da noch ein CD-ROM mit drin war, also CD-ROM mit TFT-Bildschirm. Und ja, warum habe ich das gekauft? Eigentlich nur wegen diesem Aufkleber hier. Für 1 Euro kriegt man die sonst nirgends. Den hätte ich eigentlich abgemacht und hätte den auf einen SCOM-Rechner drauf gemacht. Blende ich hier das Video mal ein. Das war die Idee gewesen. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ist ganz schön kultig. Vielleicht kriege ich ja irgendwann nochmal das andere Notebook dazu. Hebe ich mir einfach so lange mal auf. Was kann man mit solchen Geräten machen? Ja, also aktuell Windows 10 natürlich nicht. Kann man ganz vergessen. Fortnite läuft auch nicht drauf, bevor es einer in die Kommentare schreibt. Und aber das sind natürlich super Maschinen für Spiele, für alte Games. Und hier mit der Soundkarte muss man mal gucken. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine PCMCIA-Soundkarte. Müsste ich noch ein bisschen was haben. Aber hier werde ich garantiert noch ein bisschen was mitmachen. Ich habe ja noch die externen parallelen ZIP-Laufwerke. Ich habe noch ein externes CD-ROM, was an dem Dell nicht funktioniert hat. Das werde ich hier alles mal anschließen. Mal gucken, ob ich hier vielleicht auch eine SSD zum Laufen kriege. Sieht nicht so gut aus, weil man hat ja gesehen, hier beim Einbau von der Platte, da ist kein Platz für einen Adapter. Muss ich mal schauen, was es da so gibt. Aber da bleibe ich am Ball. Da wird es auf jeden Fall noch ein Video geben. Wenn ihr das Video jetzt seht und sagt, hey, ich habe doch auch ein Notebook eingeschickt, auch so ein älteres Gerät, da sind einige gekommen und die sind auch noch alle da, keine Angst. Und da wird es auch noch Videos zu geben. Und da sage ich auch mal vielen Dank an den Michael aus dem Spreewald für das tolle Compact Notebook für das Armada mit den ZIP-Laufwerken und den ganzen Zubehörsachen. Da gibt es noch ein eigenes Video, so ein Zeitkapsel-Video. Das ist eine tolle Tasche mit super Inhalt, richtig komplett. Das habe ich hier hinter der Wand liegen und da arbeite ich mich momentan rein. Und einige hatten auch Apple Notebooks geschickt, die liegen hier hinter der Kamera. Und da kommt auch noch ein Video zu. Das wird nur immer ein bisschen verteilt sein. Nicht, dass es dann 10 Notebooks-Videos am Stück gibt, sondern dass immer das Thema von jedem Video ein bisschen variiert. Mal ein Druckervideo, mal Windows 10, mal ein Notebook, was Altes, was Neues. Und so wird das immer gemischt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem einfachen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt oder Hinweise oder wisst zum Beispiel, wo es hier noch Dokumentationen im Netz zu gibt oder irgendwelches Zubehör, dann postet den Link einfach unten in die Kommentare. Das würde mich freuen. Schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Tipps und Tricks und Links zu anderen Videos, zu Ersatzteilen, Universalnetzteilen und anderen Sachen. Und besucht dann mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Da gibt es noch hunderte andere Beiträge. Alte Sachen, neue Sachen, Notebooks, Windows 10, Festplatten, Drucker, wie man die repariert. Da gibt es ein eigenes Windows 10 Handbuch. Schaut es euch einfach mal an. Da sind noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.